Ich bin Jakob, ich studiere Lehramt. Ja, ich bin David, 22 Jahre alt. Hi, ich bin Laura, ich bin 24 Jahre alt und habe gerade meine Masterarbeit abgegeben. Mein Name ist Hande und ich studiere Mathe und Wirtschaft auf Lehramt. Ich bin Till, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Vivi an der TU. Ich bin Lena, 19 Jahre und studiere Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund. Hallo, mein Name ist Mitzi Klöckner und ich studiere Chemieingenieurwesen an der TU Dortmund. Ja, als ich das Talentscouting besucht habe, da gab es schon sehr viele Themen, die mich da wirklich interessierten, beziehungsweise mir viel bedeuteten. Für mich hat das Studium auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, weil ich ja auch eine der ersten in der Familie bin, die angefangen hat zu studieren. Also an sich finde ich die TU Dortmund sehr schön. Ich finde sie sehr offen und technisch angehaucht, wie der Name schon sagt. Ich wurde unterstützt durch den Talentscout, den es bei uns an der Schule gab. Und der hat quasi eine Kooperation bzw. verknüpft zur TU Dortmund. Und dann war das quasi so übergreifend. Die hat mir sehr geholfen. Ich glaube, es ist auch gesellschaftlich wichtig, dass man etwas zur Zukunft beiträgt. Und ich glaube, in so technischen Berufen hat man auch viel die Möglichkeit dazu. Viele Frauen sind gut in Mathe. Vor allem deswegen ist es mir auch besonders wichtig, dass jeder weiß, er sollte das studieren, was einem wirklich Spaß macht und sich nicht abschrecken lassen. Student sein ist für mich im Vergleich zur Schule nochmal eine quasi dazugewonnene Freiheit. Also man macht jetzt in einem gewissen Rahmen natürlich irgendwas, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, aber man macht im Wesentlichen schon nur noch das, was man sich ausgesucht hat, was einem wirklich Spaß macht. Das Beste an meinem Studiengang sind ganz klar die Leute, mit denen ich zusammen studiert habe. Das gibt einem, glaube ich, auch einfach keiner mehr wieder diese Zeit. Also das muss man genießen in der Uni, mit den Leuten zusammen sich da durchzubeißen. Das macht unglaublich viel Spaß. Studienempfängern würde ich tatsächlich empfehlen, probiert euch mit den anderen zu vernetzen. Das wird euch am meisten am Ende helfen, wenn ihr mal irgendwas verpasst habt, eine Vorlesung verpasst habt oder mal die Lösung nicht habt, dann könnt ihr eure Kommilitonen fragen und die werden immer bereit sein, euch zu helfen und auch später fürs Leben. Das wird das sein, was ihr am meisten aus dem Studium mitnehmen werdet, eure Freunde.